Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Grandia. Wir sind auf dem Weg nach Lyne. Um nach Lyne kommen zu können, müssen wir die Savanna-Wildnis durchqueren. Und wir haben in der letzten Folge hier auch schon ein paar Gegner erledigt. Und wir haben hier einige neue Zauber erlernt. Da werden wir uns auch einige in dieser Folge hier anschauen. So, Moment, was mache ich mit dir? Ich glaube, Brennen ist hier, glaube ich, richtig gut. Da wirst du ein paar Stück treffen, Rap. Denn wir müssen uns auch ein bisschen um dein... Habe ich jetzt echt nur einen getroffen? Are you serious? Auch ein bisschen um deine Zauberwerte kümmern. So. Schlummer. Ich muss gucken, dass ich Wasser level. Aber das ist alles Heilung überwiegend. Gegner werden langsamer. Ja. Minister treffe ich nur einen Gegner. Schwierig. Gut, dann werde ich Schlummer einsetzen. Dann haben die Vögel erstmal Pause. Genau, und Fina muss ebenfalls mit Wasser arbeiten, aber sie hat halt mehrere Möglichkeiten, als das der Justin hat. So, hier einmal die Heilung könnte man nutzen. Gut, das kann Justin auch, klar. So, hier hat sie dann alle Heilen, alle Heiler. Gibt der Gruppe viele TP zurück, gibt der Gruppe wenige TP zurück. So, gibt einem Freund viele TP. So, Moment. Wir hatten aber Knistern. Greift alle Gegner mit Diamantenstaub an. Das möchte ich gerne sehen. Und das wird höchstwahrscheinlich auch ein bisschen dauern. Jetzt bin ich gespannt auf die Animation, wie das wohl ausschaut. Ja, hat es auf jeden Fall in sich. Okay, die Animation gefällt mir jetzt tatsächlich nicht so, muss ich sagen. Da haben wir schon bessere gesehen. Okay, dann geht es weiter. Oh, Moment, ich habe keine Ahnung. Moment, ich bin doch hier rechts auf der Seite gewesen. Oh, meine Nase. Könnte sein, dass ich gleich niesen muss. Und bin wieder da. So, wo bin ich denn jetzt langgelaufen in der letzten Folge? Genau, hier an diesem Felsen bin ich gewesen und bin eine Runde gelaufen. Hier habe ich das Gold gefunden. Genau, super, dass ich hier bin. Finde ich gut. Dann werde ich nämlich erstmal hier rechts bleiben und erstmal hier alles ablaufen und je nachdem, wer mir über den Weg läuft, dann auch bekämpfen. Wie hier die Blattervögel. So. Ja, die Fähigkeiten würde ich auch gerne gemeistert bekommen. Trifft einen Gegner, das finde ich halt immer schade. Gatwin Schwert. Ja, solange wir hier den Hammer ausgerüstet haben, sollten wir das vielleicht ausnutzen. Achso, ja, zaubern bei dir immer ein bisschen schade. Na gut, dann kannst du einfach mal den Splitter einsetzen. Oh, kommt sogar noch vorher dran. So, bei dir wollte ich Wasser leveln. Na gut, hätten auch den Diamantenstaub jetzt einsetzen können. Knistern heißt das, Entschuldigung. Diamantenstaub war ja nochmal was anderes. War ein anderes Spiel, aber... Ja, ne? So, viel dazu. Ja, genau, zauber einfach mal dahin. Das, dazu wird es eh nicht kommen. Go for it, Milda. Und die sind alle raus. Mein lieber Scholli, Hut ab, Milda, Hut ab. Bin ich froh, dich getroffen zu haben. Oh, Justin, Level 29. Hey. Gina ist so weit hinten. Mit ihrem Level. Oh. Ich dachte, was glänzt hier? Einen Aktsamen. Moment, das muss direkt benutzt werden. Aktsamen, das wird Justin hier haben. Okay. Die maximale SP. Okay. Das ist jetzt auf 103. Super. Komme ich hier runter eigentlich? Nein. Das ist gut. Schön, dass ich dich sehe. Ich muss hier über die Brücke. Meint das Spiel zumindest. Ist hier ein Skorpion unter dem Felsen hier? Nein. Hallo, stehen bleiben. Bitte hier bleiben.
Wird sie hier bleiben? Oh. Oh, nein, wir sind so verteilt. Das ist ungünstig. Moment. Dann nimm du doch mal die Flammenglut hier. Dann gibt es nämlich heute Abend Truthahn zum Essen. Quatsch. Und, oh, ich könnte ja nochmal Splitter einsetzen. Nee, du kannst ruhig einfach physisch angreifen. Nimm dir den, der hier am nächsten steht. Ah, jetzt hat sie ihn so. Ah ja gut, die schlagt eh noch einmal zu und dann ist Ende Gelände mit ihm. So, dann setzt du Frieren ein. Und du darfst Schlummern einsetzen. Ja, wie schnell sie das jetzt auch zaubert, ne? So, dann dürft ihr alle mal Nickerchen machen. Ein langsames Nickerchen darf ich hinzufügen. Wasser gelevelt von Justin. Das sind tolle Neuigkeiten. Hey, ihr sollt schlafen. Was macht ihr denn hier für Sachen? Okay, Knistern darf eingesetzt werden. Und ich weiß nicht, wie lange sie brauchen wird. Ja, ihr steht alle ein bisschen blöd. Ah, er kommt noch vorher an die Reihe. Aber ob die alle kaputt gehen? Nein. Ein einziger ist kaputt gegangen. Warum sah jetzt die Animation jetzt ein bisschen anders aus? Ah, weil sie jetzt wahrscheinlich mehr in der Mitte stand. 420 Erfahrungspunkte. Okay. Oh, Mann. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. So, hier. Hier laufe ich jetzt nochmal zurück, oder? Ja, ich laufe mal... Moment, ja, ich laufe hier mal jetzt entlang und halte mich mal hier auf der Seite. Bin ich wieder am Anfang, ne? Genau, hier sind die zwei Bäume. Die merke ich mir ja immer so ein bisschen. Nein! Oh, verflixt. Ich bin so froh, dass die Gegner doch nicht respawnen. Da wäre ich, glaube ich, ausgeflippt. Oho, ein Mana-Ei. Haben wir da etwa ein Mana-Ei? Komme ich so auf die andere Seite? Okay. Daneben nicht. Moment, ich muss hier aber jetzt trotzdem noch entlang. Was ist denn hier los? Wo kommt ihr denn her? Bleibt ihr mal bitte da. Oh, Angriff von beiden Seiten. Das ist ja super nice. Aber das macht gar nichts. Denn hier... Oh nein, wir können kein Knistern mehr einsetzen. Blockzauber eines Feindes. Ah, wir haben das bald auch maximiert, aber das wird wahrscheinlich wieder dauern. Ja, dann setzt Schlummern ein. Die anderen beiden können ja physisch angreifen. Justin könnte Knistern einsetzen. Die nicht am Schlafen sind. Zack. So, Moment. Knistern. Damit würden wir ja auch... Wer ist denn hier noch wach? Hier, du bist nicht am Schlafen. Milda. Ja, Moment. Da habe ich doch was Tolles. Moment. Oh. Ja, einmal den Splitter einsetzen. So, und dann... Ja, gut, dass er noch sein Knisternfeuer einsetzt. Zack. Und jetzt kommt der Splitter von Milda. Der milde Splitter. Schwert gelevelt. Ja, perfekt. So, dann kann Fina... Fina oder Justin? Jetzt muss ich mich hier entscheiden. Wir nehmen Justin. Justin kümmert sich um die Heilung. Was ist hier los? Ah, wir haben keine MP mehr. Gut, alles klar, dann hat sich das erledigt. Dann wird Fina sich um die Heilung kümmern. So.
fangen wir an mit Justin. Und alles klar, das war's dann auch schon. Gut, Moment, ich bin nochmal zurückgelaufen, weil ich denen hinterhergelaufen bin. Ich wollte erstmal hier hin und dann hier runter. Okay, und komme auch wieder auf die Weltkarte. Das ist halt schade. Gut, aber das bedeutet, dass ich dann jetzt hier unten soweit alles habe. Ich bin ja alles abgelaufen eigentlich. Denke ich. Hoffe ich und kann jetzt über die Brücke, ne? Hier ist die Brücke. Ich gucke trotzdem nochmal, ob ich hier in der Mitte was ausgelassen habe vielleicht. Nein, da hatte ich ja das Gold mitgenommen. Okay, dann wollen wir mal über die Brücke. Okay, und gucken erstmal hier. Ich werde auch hier erstmal an der... Oh nein. Nein, 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 nein. Ja, weil das hier ist ja... Das ist östlich. Sie sagte doch, wir sollten südlich bleiben. Oh, hier kann ich auch nochmal... Justin, Line liegt nicht in dieser Richtung. Nach Line geht's noch weiter nach Süden und übers Brinan-Plateau. Okay, spricht man das so aus? Wenn ihr keinen Umweg machen wollt, gehen wir lieber ein Stück zurück und dann nach Süden. Okay, ja, alles klar, aber ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen. Wenn das okay ist. So. Haha, mich wirst du nicht von hinten überraschen. Skorpion. Und Justin ist an der Reihe. Justin. Ja, okay, das hat sich da erstmal erledigt. Oh, wir hätten auch alle heilen einfach nehmen können. Gut, dann werden wir uns in der Zeit einfach mit anderen Zauber beschäftigen. Und ich... Nein, nicht Flammenglut. Dann nehmen wir hier Zittern. Bina. Du kannst aber noch Lummer einsetzen. So, Milda, da, bei dir ist es das gewesen, ne? Gut, da musst du jetzt halt so angreifen. Und ich würde dann sagen, in den nächsten Kämpfen werde ich euch dann auch rausschneiden. Es sei denn, wir sehen neue Gegner oder haben eine neue Gegnerkonstellation, die wir vorher nicht hatten. Und werde euch dann, ja... Je nachdem, wenn wir was Neues lernen, euch dann nochmal mit reinnehmen. Sehr gut. Ja, okay. So, einmal. Lieber Rap. Okay, das macht gar nichts. So, was kannst du denn noch machen? Wow. Mhm. Was nehmen wir? Was ist das hier nochmal? Entblockt Aktionen von einem Freund. Ja. Damit Wasser und Erde leveln. Das ist eigentlich auch gut. Okay, Magiesymbol. Ja, Wasser und Wind. Setz das einfach mal ein. Okay, ja, der hat einfach nur ein dickes Fragezeichen über den Kopf. Ich bin mir sicher, er ist nicht der Einzige. Und Justin, du bleibst bitte bei deiner Erdmagie zittern. Go Justin, jetzt! Sehr gut. Ja, hier kommt ein kleiner Earthquake für dich. Und tschüss, oder? Oh, oder auch nicht. Gut, seine Aktion wurde jetzt auch nicht abgebrochen. Wer hatte Bumm? Achso, ich glaube, Justin hatte Bumm, ne? Gibt einem Freund viele TP. Moment, das wären 20. Ja, nein, dann benutzt einfach die normale Heilung. Das Heilen. Now you'll be okay. Und das sind so um die 20. Okay, alles klar. Ist das dann vielleicht ein 20er Schritt, ein 20, 40, 60 vielleicht? Okay. Aber wir haben es geschafft. Okay, weiter geht's. Ja, von da sind wir gekommen. Moment, ich muss aber jetzt hier noch eine Runde drehen. Ja, okay, alles klar. Ich kann noch. Ne, hier geht's ja nicht. Doch, hier geht's lang. Das war der Weg.
Hier sollen wir hin. Du meine Güte. Brinan. Plateau, okay. Nein, liegt jenseits der Brinanberge. Du bist nur an warme Orte gewohnt, Rap. Das könnte ganz schön heftig werden. Was? Für Rap gibt es keine unbezwingbaren Berge. Na gut, wenn du so hart im Nehmen bist, dann mal los. Oh, sag das nicht so. Ich würde mich erstmal... ja, heilen. Ich bin ja eigentlich geheilt, aber meine MP regenerieren. Und ich würde auch noch schnell speichern. Und da sind wir in den Brinanbergen. Okay, komme ich hier... oh. Okay, alles klar. Da möchte ich aber jetzt erstmal noch nicht hin. Komme ich auch hier durch? Nein, komme ich nicht. So, erstmal hier gucken. Hier komme ich überhaupt nicht weiter. Okay, also das Spiel möchte, dass ich hier entlang laufe. Okay. Ich laufe erstmal nach rechts. Oh. Wird das etwa ein Schneegebiet? Moment, ich muss erstmal hier lang. Und hier nehmen wir die Moneten mit. Oben steht jemand. Ich hab eure Füße gesehen. So, Gebirgsaffe. Okay. Ja, ich glaube, dann brauchen wir hier mit unserem Eiszauber gar nicht zu kommen. Aber das ist auch okay. Wir können ja andere Sachen benutzen, wie zum Beispiel... wow, einmal für Milda, wenn sie angreift. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass die Gegner hier oben die Hitze nicht so mögen. Okay, Justin ist an der Reihe. Justin. Oh, boom, wie das einfach 7 kostet. Aber, ja, knistern, ich probiere es mal, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir damit viel abziehen werden. Falls wir überhaupt was damit abziehen. 75, ja, das ist ja gar nichts. Aber, wisst ihr, wer sich darüber freuen wird? Er hier, somit können wir sein Feuerzauber ein bisschen steigen. Ja, ich treffe 2 Stück und 87. Sehr gut, du bist raus. Bina, bei dir geht es dann weiter. Und wir werden weiterhin Wow einsetzen. Für dich, obwohl, ja, komm, ist egal. Hauptsache, wir setzen es ein. Oh, jetzt sind sie an der Reihe. Oh! Okay, der war persönlich. Moment, dann nehme ich hier Flammenglut, nehme ihn hier. Mit Brennen hatte ich so um die 87. Ja, dann wird das hier vielleicht so um die 100. Oh, doch so viel. Okay, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber Fina, weißt du, was wir noch probieren können? Du könntest mal Schlummer einsetzen. Das könnte doch auch funktionieren. Weil durch diesen Zauber teilen wir ja keinen Schaden aus. Wow, 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 wow. Fina hat Beschleunigen erlernt. Dass wir dann schneller an die Reihe kommen. Richtig cool. Okay, Moment. Hier haben wir noch Brennen. Flammenglut. Flammenfackel. Ja. Bumm kostet 7. Ich glaube, ich nehme Brennen, dass ich das mal auf Max habe. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Habe ich jetzt auch A ausgewählt? Hoffentlich. Ja, A ist es gewesen. Schnell an die Reihe hier. So, wir haben was Neues gelernt, nicht wahr? Beschleunigen. Hier haben wir Beschleunigen. Okay. Waldlebenskraft. Erhöht die Klugheit von einem Freund. Okay. Das ist doch schon mal was. So, Moment. Du nimmst jetzt Zittern. Komm, komm. Oh, wer ist dran? Du bist an der Reihe. Okay. Das ist auch gut. Dann darfst du Feuer einsetzen. Aber, ja, Fina kommt zuerst an die Reihe. Das ist gut. Hauptsache, er kam nicht zuerst.
Jetzt treffe ich den gar nicht, oder? Doch. Okay, dann ist ja gut. Du kannst die Hände von deinem Kopf nehmen. Hier kommt die Hitze von unten. Und ist auch erledigt. So, Justin. Dann machen wir hier weiter. Und setze Frieren ein. Ja, du kannst eigentlich ganz normal angreifen. Aber lass Justin vorher noch... Danke. Frieren einsetzen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Lebenspunkte hatten die? So um die 200? Fast 300 hatten die, glaube ich, sogar. So um die 280 oder so. Jawohl, Fina Level 28. Na, geht doch. Okay. Oh. Hallo? Oh. Oh, ist das jetzt ein Hinterhalt, weil er jetzt Fina von der Seite hat? Gott sei Dank nicht. Schneekeiler. Um Gottes Willen. Ihr seht irgendwie schon gefährlich aus. 246. Okay. Ja. Gute Frage. Schneekeiler. Alles klar. Dann nehme ich doch mal All Shock. Und bin mal gespannt, was ihr denn davon haltet. Ha? Was war das? Moment, sehe ich. Ich habe denen gar nichts abgezogen. Are you serious? Blitzableiter. Jetzt ist aber Feierabend. Okay, Moment. Ja, wow, setze ich ein. Für Milder erstmal. Ah. Okay, ich wollte schon sagen. Wie kann das denn eigentlich sein? Okay. So, Moment, aber erstmal hier lang. Habe ich hier unten... Achso, ja, Moment, ich habe ja da hinten noch einen Weg. Ah, verflixt. Ah, ich weiß nicht, das hier sieht mir jetzt irgendwie doch ein bisschen zu richtig aus. Mal hier gucken. Oh, hi. Super. Ich hatte eben schon Gesellschaft mit euren Freunden drüben auf der anderen Seite. Die sind aber nicht mehr da. Justin. Okay, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Rennen. Nee, das funktioniert nicht. Aber Schock. Funktioniert. Und Moment, der hier steht eigentlich richtig gut da. Ich glaube... Komm, Justin, schnell! Bevor Milder ausflippt. Ja, richtig gut. Richtig gut. 312 Gold. Ja, da brauchen wir jetzt auch wieder was. Hab hier wieder alles ausgegeben hier. Oh. Ich dachte gerade, was ist hier los? Oh. Ach du meine Güte. Die sind da schön am Rutschen. Glatteis. Alles klar. Da werde ich mal nicht drauf gehen. Noch nicht. Und werde jetzt erstmal hier lang laufen. Oh, hallo. Die beiden hatten wir auch noch nicht. Da oben steht auch schon der nächste. Der wartet einfach nur, dass ich da vorbeigehe. Okay. So, wer will? Wer hat noch nicht? Brennen ist gut. Ich nehme Brennen für ihn. Wer ist hier an der Reihe? Fina. Fina. Nimm du Schlummern. Komm, die zwei treffe ich doch mit sicher. Was? Das hat so ausgesehen, als würde der andere auch noch ziemlich nah dabei stehen. Gut, okay. Milder, du musst erstmal den angreifen. Hoffentlich schläft er jetzt nicht ein. Das wäre nämlich jetzt ärgerlich. Oh nein, sie kommt nicht um die Ecke. Na super. Okay, dann... Ja, Brennen brauche ich nicht einzusetzen. Das hat ja so nicht funktioniert. Zittern wäre das Einzige, was ich jetzt noch tun könnte. Ja, sie kam nicht richtig an ihn ran. Das hat nicht funktioniert. Okay, aber euch drei habe ich jetzt mal getroffen. Und wie viel ziehe ich euch ab? Oh, ich habe den auch getroffen. Okay.
So, Fina. Oh, Scheibenkleister. Ist doch jetzt fast versemmelt. Knistern. Zittern. Ja, dann nehmen wir Zittern mal wieder und nehmen hier ihn. Ich würde auch gern einen neuen Erdzauber lernen. Also die Stärke von Zittern. Okay, sehr gut. So, dann bist du jetzt dran mit Flammenglut. Und dann nehmen wir hier ihn. Also die Affen, die dürften auf jeden Fall raus sein, glaube ich. Die sind alle raus. Perfekt. Oh, schaut mal, da hat uns noch jemand was dagelassen. Ein Abschiedsgeschenk. Was ist das denn? Ist das ein Gewürz, oder was? Ich traue mich das doch schon gar nicht auszusprechen. Moment, was haben wir denn? Aha. Ich habe keine Ahnung. Eine Schriftrolle. Gibt der ganzen Gruppe 50 TP zurück. Oh, really? Okay. Das ist ja... Nice. Jetzt habe ich das benutzt. Wie dumm. Wie dumm. Ja, war schön auf jeden Fall. War schön anzusehen. Oho. Hier hatte ich jetzt gerade ein bisschen Bammel, dass das jetzt hier abbricht hier vorne. Und ich keine Ahnung, wo lande. So, Moment, was haben wir jetzt hier? Ich werde ganz langsam sein mit meinen Fingern. Zwei Verteidigungsstufe für die ganze Gruppe. Das ist Hemmungswalnuss. Okay. Wahrscheinlich nur im Kampf anwendbar. So, dann komm du mal runter. Oh, oder kommt ihr mal runter? Jetzt ist das ein Hinterhalt. Ich glaube, das wäre aber so oder so ein Hinterhalt gewesen, oder? Und Angriff dann noch von beiden Seiten. Das liebe ich doch total. Kommt, Leute. Okay. Pina, was machen wir am besten? Blockzauber. Wir schauen uns das hier an. Drachenschock. Das möchte ich mir anschauen. Schneeballwurf. Du meine Güte. Es gibt hier noch eine Schneeballschlacht. Okay. Justin. Was tun wir? Ja, setz Graben ein, falls wir jetzt dazu kommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Achso, Graben. Okay. Verteidigung ist gestiegen. So, Fina, jetzt zeig doch mal. Oh, Erde gelevelt. Das ist doch nice. Jawohl. Immer her. 540. Und nochmal zwei Items. Das sind wahrscheinlich nochmal die Schriftrollen. Yes, das sind sie. Ja, cool. So, den Zauber konnte ich jetzt natürlich nur einmal einsetzen, weil der 20 MP kostet. In Ordnung. Gut, dann werde ich jetzt nochmal den ursprünglichen Weg zurückgehen, werde aber am Speicherpunkt noch kurz einmal anhalten, um meine MP zu regenerieren. Doch bevor ich das tue, muss ich noch einmal ins Menü und benutze den Zauber von Justin. Wir gehen auf die Heilung und ja, Rap muss geheilt werden und das Ganze sogar zweimal. Und Milda ebenfalls zweimal. Doch, tolle Neuigkeiten. Okay, alles klar. Dann einmal heilen. So, speichern werde ich jetzt nicht. Das wird schon schief gehen. Okay. Hier hatte ich ja... Genau, das Gold mitgenommen und hier gegen die gekämpft. Genau. Ah, ich hatte... Wow, gerade schon Panik, dass ich da jetzt nicht durchkomme. Und dass ich auf die Rutschbahn muss. Okay, Gebirgsaffen. Wie geht es euch? So, passt mal auf. Das hier werden wir jetzt auch schnell beenden. Denn ich muss mich auch um die Fähigkeiten kümmern. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich das Level setze. Wow ein. Aber ich denke, Justin wird davon... Ah, doch, wird er doch. Er wird noch davon unterstützt. Okay, und jetzt hier bis hin, Justin. Der Drachenschnitt. Danke, Gadwin, dass du uns
diese Fähigkeit beigebracht hast. Und Feuer ist noch aufgestiegen. Immer her damit. Ja, und nochmal eine Schriftrolle. Okay, dann einmal hier lang. Jetzt bin ich auf der Rutschbahn. Ich würde gern... Kann ich mich kontrollieren, wenn ich hier stehe, oder rutsche ich dann? Oh, na, die rutschen in mich rein. Ich sehe gerade, hier rechts hätte ich... Also könnte ich rein? Ist das ein Hinterhalt? Ich habe jetzt gar nicht aufgehört. Ja, doch, es ist ein Hinterhalt. Okay, Fina, du bist an der Reihe. Du warst ganz Tolles. Wie oft kann ich das einsetzen? Achso, nur einmal. Schade. Okay, dann werden wir Zittern einsetzen. Okay, Moment, wir nehmen hier ihn. Lähmungsflüssigkeit. Hey! Das ist nicht nett. Flammenglut. Komm, du bist hier die goldene Mitte. Ja, jetzt gehen sie natürlich alle weg von dir, ne? Aber das hat nichts gebracht. Und auch hier Feuer gelevelt. Perfekt. Okay. Dann geht es weiter. Rock. Moment, dann nehme ich dich. Und dann haben wir nur noch hier links den da. Oh, nein, er hat es auch überlebt. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Wen greifen wir an? Ja, komm, mach den fertig, Milda. Sehr gut. So, und Fina... Was haben wir hier noch nicht gelevelt? Oder maximiert? Nennen wir es so. Zittern für einen Gegner, ich weiß nicht. Komm, wir setzen das mal ein. Damit wir mal die Animation dieses Zaubers gesehen haben. Und du darfst dann für diesen Gegner noch... Nein, stopp, ist maximiert. Richtig gut. Erhöht Bewegungen von Freunden. Ja, dann tu das einfach mal. Der kam aber schnell an die Reihe dafür, dass der Zauber nur einen Stern hat. Wenn überhaupt. Justin. Dann setzt du doch... Oh, Bumm, ist mir zu teuer. 7 MP für Level 1 Zauber. Das ist mir ein bisschen too much. Ich meine, Schock 11, klar. Aber damit kriege ich ja auch ein bisschen mehr an Gegner. Komm, setz Frieren ein. Das sieht fast so aus, als würden wir zum vierten Stern kommen. So, und deine Bewegung? Ach ja, gut, hat gar nicht beeinflusst, ne? So, hier kommt jetzt dieser Beschleunigungszauber. Auch gut, Klugheit Level 2. Ja, gut gemacht, Justin. So, Fina. Dann schauen wir doch mal. Ja. Nichts. Hier. Setzt ein. Und du. Dann heulen. Oh, Wind, twist like a tornado. Weil physisch möchte ich da jetzt nicht angreifen. Mit Milda geht's ja nicht anders. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Blow your way. Take that. So, jetzt bekommst du hier mal ein bisschen frische Luft. Sag mal, wie viel hast du denn noch? 56. Ja, komm, ich setz Knister ein. Das sollte doch dicke reichen. Und? 111 sogar. Okay, 111. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay, so weiter geht's. Moment, hier kommt einer runter. Oder beide kommen runter. Ich war jetzt mit dem Gesicht zu dir. Ich weiß jetzt nicht, was das hier jetzt wird. Okay, ganz normal. Okay, Milda. Oder Justin. Dann setzt du nochmal hier die Fähigkeit von Gerdwin ein. Milda, du darfst hier zuschlagen. Ja, du wirst jetzt zu nichts kommen. Denn Justin macht sie jetzt platt. Genau dasselbe gilt für dich auch, aber im Falle eines Falles
setzen wir das jetzt einfach ein. Und die Keule gelevelt. Und da haben wir nochmal eine Schriftrolle zum Heilen. So, und jetzt, wo wir gerade von der Heilung sprechen, da werde ich mich jetzt auch mal kurz heilen. Das hier sieht mir ein bisschen zu richtig aus, oder? Oh, hi. Moment, wartet mal. Ich muss mich erstmal hier... Muss ich denn überhaupt geheilt werden? Doch, Milda muss geheilt werden. Milda braucht die Heilung sogar zweimal. Level 7. Level 8 braucht ich, ne? Genau, die springen jetzt hier überall rum. Oh, verflixt. Nein, 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 nein. Ja, ich wollte gerade sagen, die kommen hier nicht durch. Ja, super. Springt einfach auf mir rum. Ich möchte eigentlich nochmal zurück. Ich möchte nochmal auf diese, in Anführungszeichen, Rutschbahn. Da sieht mir da hinten irgendwie ein bisschen zu richtig aus. So, jetzt möchte ich hier was probieren. Boom. Du stehst doch ziemlich gut da. Milda, du darfst ihn dann angreifen. Ah, jetzt kommt Fina als letztes dran, wie mir scheint. Ja, setzt du Heulen ein. Bei ihm. So, Fina. Ich weiß nicht. Komm, wir setzen das hier ein. Zack. Alle vier getroffen. Okay. Ja, wenn wir Glück haben, regelt Heulen den Rest. Nicht ganz. So, hier kommt die Erfrischung. Und dann sind wir, glaube ich, bei einem Stern jetzt. Oder? Was sagt sie? Nein, noch nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen was. Justin. Brennen. Komm, 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 komm. Jetzt hat er sich bewegt. Und ich treffe die anderen nicht. Das ist natürlich sehr schade. Okay. Dann setzt du... Heulen war nicht so der Burner, ne? Oh komm, was soll's. Dann wird er und Milda einfach ganz normal angreifen. Und... Ja gut, ich werde jetzt nicht benachrichtigt. Was? Da hätte ich ja doch den Zauber nehmen können. Das hätte ja genauso viel ausgerichtet. Was tun wir? Was tun wir? Was tun wir? Flummer einsetzen. Just in. Heilen. Die grüne Kraft. Graben. Zittern. Ja, die Flammenpackel, die kann man mal nehmen. Ja, dann setz Frieren ein. Weil so viel brauchen die nicht mehr, denn Milda haut die jetzt eh weg. Die werden so weggeklatscht von ihr. Und schlafen beide, sehr schön. Oh, Justin, Rap ist an der Reihe. Moment, ich habe doch eben gesagt, dann hätte ich auch zaubern können. Oh, Moment. Hier können wir aber auch was nehmen. Ich würde sagen, diese Fähigkeit können wir leveln. Und Milda, du greifst ihn an. Zack. Und jetzt kommen die Doppelgänger von Rap. Und wenn er das jetzt überlebt, dann haben wir trotzdem noch Milda. Okay. Funktioniert doch. 400 Erfahrungspunkte. Oh, Rap ist aufgestiegen. Rap hat Level 26 erreicht. So, Moment, das hier wird eine Sackgasse sein. Ja. Das da oben nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ich laufe einfach... Ah, doch, ist eine Sackgasse. Okay. Dann ist hier alles gut. Schneekeiler. So, gut, dass jetzt Fina an der Reihe ist, weil jetzt möchte ich hier auch was ausprobieren. Wie steht ihr denn zu Knistern? Wie empfindet ihr das, Keiler? Rennen.
Ja, das wird jetzt schlecht. Ich setze dann lieber Frieren ein. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil eben hatten wir bei dem Affen mit Knister eigentlich schon viel abgezogen, muss ich sagen. Ja, das ist nicht so viel. Ja, ich muss hier mit Feuer zaubern. So, Bewegung gesunken. Die Bewegung ist gesunken und Wind von Justin ist aufgestiegen. So, Moment. Dann benutzen wir hier die Flammenglut. Und das war's. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Ja, super. 212 Gold. So, und jetzt fangen alle wieder von klein an. Bis auf Milda, die wird bald auch einen Stufenaufstieg bekommen. So, was haben wir hier? Einen Kraftsamen. Kraftsamen, Gegenstand von Justin. Oh, jetzt hat er hier die ganzen Dinger. Stärke, leicht süßer Samen. Angriff 185, ich glaube. Oh, jetzt müsste ich halt die Werte von allen kennen. Das heißt Swap geben. Milda ist eigentlich stark. Der brauche ich hier. Hier brauche ich das nicht zu geben. Ich gebe es Fina. Fina bekommt das von mir. Okay. Dann nochmal zurück. Nochmal auf die Rutschbahn. Moment, hier muss ich nochmal kurz aus der Vogelperspektive. Ja, so viel sehe ich ja jetzt nicht. Oh, hi. Hier hätten wir fast Besuch bekommen. Oh, Vorsicht. Zack. Oh, da ist eine Kiste in der Mitte. In der Mitte ist eine Kiste. Gebirgsaffe und Schneekeiler. Ja, die Kiste würde ich halt schon gerne mitnehmen. So, Moment. Hier kommt Flammenglut. Ich glaube, ich werde dich anvisieren. Ja, das sieht gut aus. Oh, der hat aber wirklich schon viel verloren. Okay, so. Was nehme ich? Zittern. Zittern ist, glaube ich, gut. Dann nehme ich aber, glaube ich... Ah, wen nehme ich denn? Komm, ich nehme dich jetzt einfach mal. Bina. Was können wir tun? Wir setzen Wow ein für Milda. Ja, okay, die Keiler sind raus, wenn ich sie getroffen habe. Gut, nur einen habe ich getroffen. Erde gelevelt, perfekt. Justin. Okay, Milda. Ja, komm, greif den an. Okay, Schwert gelevelt, super. Okay, wie schnell wirst du sein? Kann ich eigentlich was... Okay, ja, okay, alles klar. Heulen. Kann ich einsetzen. Ich wollte sagen, oh, da kann ich ja eigentlich was einsetzen, was total Bibifax ist. Ja, und Läufer ist das Einzige, was ich habe. Oder heulen, meine ich. So, ja, ich setze mal nochmal Wow ein. Ja, und sie kommt auch nochmal dazu. Perfekt. Ah, uns hat ein Gegner was dagelassen. Ah, das wird wieder so eine Schriftrolle sein von dem Affen. Okay, Justin. Ich weiß ja nicht, was du noch tun möchtest. Möchtest du Schlummer einsetzen? Dazu kommen wirst du aber nicht mehr. So viel kann ich dir schon mal sagen. 32 und auf Wiedersehen. Okay, und noch eine Schriftrolle. Jawohl, Milda. Oh, oh, jetzt muss ich aufpassen. Ja, bleibt ihr mal hier. Hier oben auf dem Berg. Angriff von beiden Seiten. Okay, Moment. Das haben wir aber gleich. Oder etwa nicht, Milda. Gut, dann setzt du doch was Passives ein. Nur im Falle eines Falles.
Du darfst gerne noch vorher Schlummer einsetzen. Rap kam sogar noch vorher an die Reihe, das hätte ich echt nicht gedacht. Aber Milda holt schon aus. Die hat die Faust schon oben. Oh. Er hat es überlebt. Aber er muss jetzt erstmal schlafen, ne? Muss es erstmal verarbeiten. Was dir da passiert ist. Justin. So, was nehmen wir jetzt hier? Knister. Safe. Nehmen wir Knister. Für diese 2 Lebenspunkte oder wie viele er noch hat, können wir diesen Zauber ruhig anwenden. What a cinch. So, ey. Hier oben darf niemand hinkommen. Steigeis. Ach, Steigeis. Ich kann nicht lesen. Was ist das denn? Moment, also klar, zum Verteidigung plus 18. Plus 10 Bewegung zum Wandern. Wer will denn sowas? Ich weiß nicht. Moment. Schauen wir doch mal. Moment, das ist hier. Wir sind bei 48 unsere Bewegung. Oh, die Verteidigung steigt plus 18. Ja, aber trotzdem. Wir gucken mal bei jemand anderem, ob das... Nee, tut mir leid. Tut mir leid. Das ist totaler Käse. So, ich laufe jetzt mal hier runter. So, genau. Und jetzt komme ich hier an die anderen Stellen, an denen ich aber schon gewesen bin. Hier war ich ja schon. Und da unten war ich auch. Hier bin ich ja auch gewesen. Richtig. So, lauf jetzt trotzdem mal im Kreis. Ja, ich hätte so oder so gegen euch gekämpft. Rap hatte hier etwas Erfolg, denn Feuer und Wind ist hier bei Rap aufgestiegen. Ja, jetzt sollte ich hier mal kurz nochmal nach den HP gucken, aber das lohnt. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich Schluck auf, wo auch immer der jetzt herkommt. Gut, das war's dann auch schon. Und wir bekommen hier wahrscheinlich nochmal 3 Schriftrollen. Wahnsinn. Wie viele ich jetzt von denen schon habe. Okay, kann ich wahrscheinlich die Hälfte eh wegwerfen. So, ich habe Angst. So, hier geht's lang. Genau, nördlich. Okay, Moment. Ja, aber ich möchte jetzt hier noch den einen Gegner erledigen. Jetzt bleib doch mal hier, bitte. Ich wollte nur nicht von dir gerammt werden. Bitte ist das jetzt kein... Gott sei Dank. Ich dachte jetzt schon, es wäre ein Hinterhalt. Aber dem ist nicht so. So, okay. Dann werde ich hier Wow einsetzen. So hatte ich das nämlich eben in den Kämpfen auch getan. Als ich euch rausgeschnitten habe, denn so wird Milda etwas stärker. Dadurch wird Milda nicht mehr so mild. Okay, dann Rap. Flammenglut ist fertig, ne? Ja, da können wir jetzt nichts mehr einsetzen. Wir haben keine MP mehr dafür. Dann werden wir eben Heulen einsetzen. Der steht doch hier eigentlich ziemlich gut. Damit kriege ich euch 3. Und? Ja, super. So viel habe ich jetzt nicht abgezogen. Und... Oh, ja, ich überlege gerade, was ich tue. Komm, ich nehme die Flammenfackel. Damit zieht sich der Kampf jetzt nicht so unnötig in die Länge. Weil ich habe in den Kämpfen, als ich euch rausgeschnitten habe, da habe ich schon... Feuer gelevelt, sehr gut. Habe ich schon, ja, Sachen benutzt, die man hätte jetzt nicht benutzen müssen für den Kampf, weil sie einfach nicht notwendig gewesen sind, aber ich möchte halt die Zauber verstärken. Deshalb habe ich das eingesetzt. So, jetzt habe ich hier aber alle erledigt. Ist das hier richtig? Ich glaube, ja. Nein, das hier ist doch die Sackgasse, in der ich mal war.
Ah, Moment, hier geht's noch lang. Aha. Geht's hier in eine Höhle? Ach du meine Güte. Okay. Wir sind im Süden. Okay. Okay, Moment mal. Nein, stopp, abbrechen. Bevor ich jetzt hier mit einer Heilung anfange. Justin, Stufe 1, heilen. So, Milda muss geheilt werden. Justin muss geheilt werden. Okay, das war's dann auch schon. So, heilen. Und ich werde jetzt mal schnell speichern. Okay, haben wir jetzt hier einen Bosskampf? Okay, nein, haben wir nicht. Okay, alles klar. Das hat mich jetzt interessiert. Ich dachte, dass hier jetzt noch ein Bosskampf wäre. Dann hätte ich den nämlich tatsächlich noch mit euch probiert. Aber jetzt hier dann noch am Ende der Folge hier mit euch noch anzufangen, welchen Weg wir hier entlang laufen. Ich würde sagen, das heben wir uns auf für die nächste Folge. Ich werde dann jetzt hier an dieser Stelle die Folge beenden und bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.